Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Ein wunderschönes Mal. Gibst du uns die Fragen schriftlich oder fragst du uns? Guten Tag. Guten Tag. Noch? Ja, wir trinken ja hier nur ausschließlich Globacher Biesler alkoholfrei. Globacher Biesler humorfrei, bitteschön. Stimmt, da war noch was. Humorfrei? Ja, das Blonde mit der schwarzen Seele. Gut, starten wir direkt mal mit der ersten Frage. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, hier so eine Kolumne zu machen? Ja, ich trinke immer diesen kolumbianischen Hochlandkaffee. Und da scheint eine der Nebenwirkungen zu sein, dass man da so anschließend kolumniert. Ich habe da mal vor 2,5 Jahren habe ich mal angefangen, so witzige Kurzbeiträge in Form einer Tageszeitungskollage für marilyn-fahnradio.com zu machen. Und irgendwann wurde aus dieser Tageszeitungskollage irgendwann war das einfach so viel, das waren manchmal 3 kurze Beiträge am Tag und ich habe ja auch noch irgendwie einen Brötchenverdienst nebenbei, der einen mehrere Stunden am Tag beschäftigt hat. Also das ging irgendwann nicht mehr und irgendwann war man da so ein bisschen ausgebrannt. Irgendwie gab es dann mal die Überlegung, so etwas nur einmal in der Woche zu machen. Der Sprung vom Künstler Bildhauer zum Satirekünstler vorgestrichen ist natürlich schon gewaltiger. Wie kam es dazu? Ja, also ich selber bin erblich vorbelastet. Also mein Vater war Schauspieler, Regisseur, Musiker und jemand, der, sag ich mal, lustige Unterhaltungsprogramme gemacht hat und auch mehr in lustigen Rollen auf der Bühne stand. Der hat eben auch eigene Programme geschrieben und gemacht und so bin ich da in der Richtung vorbelastet und ich habe das immer abgelehnt. Ich wollte diesen Part, der auch in mir steckte, nie so wirklich ausleben und habe mich dann sozusagen mit 13 Jahren erstmal auf den Holzweg des Lebens begeben und habe bis vor 5 Jahren mich intensiv der Bildhauerei gewidmet. Dann gab es persönliche Lebenserfahrungen, Einschnitte, die mich da nötigten, meine Werkstatt aufzugeben. Danach habe ich mich dann erstmal ganz zurückgezogen und bin dann irgendwie zum Wider des tierischen Ernstes gekommen. Da ich so viel schwarz gesehen habe, wurde da also keine lustige Satire raus, sondern es ist eben teilweise doch wirklich bitter. Schwarz. Ich denke mal, wenn ich das so richtig sehe, die Aufrufe allein von eurer Seite, kommt es kurz ganz gut an. Ja, solange, ne, Tom, so lange also, gibt es ja noch gar nicht. Also die Seite gibt es jetzt momentan, also so wenn ich mich so entsinne, so maximal 1,5 Monate, ja, so 2 Monate sind es ja fast schon. Ihr seid mittlerweile auch bei YouTube vertreten. Was war die treibende Kraft, zu YouTube zu gehen? Die treibende Kraft war eigentlich der Verbreitungsweg des Videos bei YouTube. Das heißt, die Streuung dieser Kolumne, den Bekanntheitsgrad zu erweitern, bringt mir eigentlich die Ambition, immer weitere Wege zu suchen, unsere Kolumne den Hörern nahe zu bringen. Und nicht nur die Kolumne, sondern eben auch die Grafiken, die ich zu der Kolumne erstelle. Das ist praktisch ein kleiner Animationsfilm. Es entwickelt sich in die Richtung. Also es ist einfach selten, dass man irgendwo, denke ich mal, als Betrachter sehen kann, dass sich das von der einfachen, so einfach ist es auch nicht, von der Grafikcollage zur Themenkolumne, dass sich da, sag ich mal, diese Geschichte einfach auch weiterentwickelt. Ne? Also im Gegensatz zur Politik bleiben wir nicht auf dem Level stehen, auf dem wir sind, sondern wir entwickeln uns halt ständig weiter und da gibt es dann sicherlich im Sommer auch noch ein paar Überraschungen, die wollen wir jetzt noch gar nicht so wirklich vorwegnehmen. Wir haben da so einiges geplant, unter anderem wollen wir ja eine IP veröffentlichen. Eine IP ist, kann man sagen, eine CD im Internet. Und das willst du machen. Ich habe damit nichts zu tun. Also ich arbeite gerade an einer IP im Internet. Das wird dann bei Jamendo zum Download bereitstehen für unsere freien User und natürlich auch für die kommerziellen User mit einer dementsprechenden Free Community Lizenz auch frei zum Download, dass man da auch im öffentlichen Bereich unsere Kolumnen spielen darf und zeigen darf. Wie sind wir zusammengekommen, die beiden? Also wir sind zusammengekommen durchs Radio Marillet. Da war eigentlich erst einmal so geplant, dass wir erst einmal nur 20 Folgen machen. Jetzt ist es ja nun mittlerweile schon so, dass wir
schon mit starken Schritten Richtung 30. Folge hingehen, beziehungsweise Richtung Sommerpause. Wo wir jetzt schon bei der Sommerpause sind, da haben wir ja schon einiges in Planung. Sommerpause soll es ja dann so ein paar spezielle Geschichten geben mit Franzenbier live. Also auf jeden Fall gibt es am 28.08. in der Hansestadt Wismar die erste Live-Lesung, so wahrscheinlich so mit Autogrammstunde und so im Rahmen der Lesung in den verborgenen Gärten. Ja, bin ich ganz stolz darauf, da gefragt worden zu sein. Und ich hoffe natürlich, dass ich einen verborgenen Garten eines städtischen Politikers bekomme. Erzählen Sie doch mal, was wollen Sie jetzt noch wissen, Herr Rodriguez? Wissen weiß ich soweit erstmal alles. Ich wollte. Ich bin gespannt, was die Zukunft mitbringt für eure Kolumne und wie das noch weitergeht mit euch beiden. Naja, also unsere Kolumne, denke ich mal, hat eine großartige Zukunft, weil obwohl natürlich einige unserer Hauptakteure sich von der politischen Bühne jetzt demnächst verabschieden, so nach und nach. Da würde ich aber sagen, der Kindergarten rückt nach. Ja, aber dann kommen wir noch aufs Autoniveau. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Nee. Loriot ist dann doch schon besser. Wie schon gesagt, die Show must go on. Irgendwie muss es warten. Dadurch, dass die Zeiten zwar wärmer werden, aber nicht sonniger, werden wir genügend dunkle Stellen finden, in der wir ein bisschen bohren können. Richtig. Für mich steht an, gemeinsam mit zwei befreundeten Comedy-Künstlern, die auch Musiker aus Leib und Seele sind, für 2012 ein eigenes entsprechendes Bühnenprogramm zu erarbeiten, mit dem wir dann auch auf Tour gehen möchten oder wollen. Die Plakatierung dafür übernimmt natürlich der Tom. Ja, das, aber nicht zu plakativ. Nein. Ja, also nicht zu plakativ. Kann man sagen, so die Collage-Grafik dazu für die Plakatierung. Also wird dann wahrscheinlich der TomTom sein, der die Grafik dafür erstellt hat. Das wird nicht ausbleiben. Ja. Das ist sozusagen unsere Handschrift in der Hinsicht. Also kann man sagen, das Kleinkind wird zum Baby tragen. Ja, er hat mich überhaupt noch nicht gefragt, warum Zehnbier, ne? So ist es doch einfach noch ein Grund mehr, warum die Leute sich eure Homepage durchlesen sollten. Siehst du, okay. Ja. Ja, also da müssen wir nochmal drauf hinweisen, ne? www.tom.de oder www.franz-zehnbier.de. Da könnt ihr nochmal nachlesen, ne? Erfahrt ihr so viel, ja, über uns, wie wir noch gar nicht wissen. Wie wir noch gar nicht wissen, genau. In diesem Sinne, da finden wir uns natürlich auch die aktuelle Wochenkolumne bis zur Sommerpause. Nach der Sommerpause sind wir dann natürlich dann auch wieder publik. Und vielleicht, wenn alles glatt geht, haben wir da für euch auch eine klitzekleine, etwas größere Überraschung auf der Webseite. Ja, vielleicht gibt es ja auch einen Shop, wo man original Zehnbier kaufen kann. Zum Beispiel. Ja, es gibt dann vielleicht schon mal die Vorankündigung für die Live-Auftritte 2012. Also da ist noch viel in den Wegen, in der Entwicklung. Wir arbeiten dran. ne? Tag und Nacht. In diesem Sinne bedanken wir uns jetzt für das aufregende Gespräch. Ne? Oh, Wahnsinn, ja. Ja, also ich muss jetzt erstmal hier... Ich muss jetzt erstmal wieder mein Doppelherz nehmen. Ja, trink einen Kaffee und nimm dein Doppelherz. Der ist kalt. Der ist kalt. Wir haben wieder so viel geredet, dass der Kaffee kalt wurde. Ja. Aber ich sage nur mal eins. Alle. Die Kolumnen sind kein kalter Kaffee. Nein, die sind brühwarm auf das Wochenthema abgestimmt. Die Deutschen, bzw. das deutsche Volk, sollte sich gegenseitig an die eigene Nase fassen und erst einmal die innerpolitischen Sachen klären, bevor man sich auf der Weltbühne so profiliert, hurra, wir sind der Geldgeber der Welt, nur für unsere Leute haben wir kein Geld. In dem Sinne bleibe ich euer Tom. Ja, und in dem Sinne bleibe ich euer Franz Zehnbier. Vielen Dank. Das war mit Zehnbier durch die Woche, präsentiert von der Parkbank. Parkbank. Kein Konto bei Hartz IV. Kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank. Überall und nah. Immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media.